Heilung von narzisstischem Missbrauch anhand der Heiligen Schrift. Teil 2. Die weitreichenden Folgen von traumatischen Kindheitserlebnissen in religiös toxischen Familien. Dies ist ein wichtiges Video für Atheisten, Christen und Esoteriker, die in ihrer Kindheit religiös-narzisstischen Missbrauch erlebt haben. Vorwort. Dieses Thema ist die direkte Fortsetzung von Teil 1. Und die Fotos heute stammen vom Brienzer See und von den Gießbachfällen im Kanton Bern. Doch lasst uns nun mit dem eigentlichen Thema beginnen. Dieses Video ist für alle, die in ihrer Kindheit in irgendeiner Form narzisstisch-religiösen Missbrauch erfahren haben. Und ich spreche hier alle gleichermaßen an. Ob du deswegen Atheist geworden bist, ich spreche dich an. Ob du in der Esoterik Zuflucht gesucht hast, ich spreche dich an. Oder ob du Christ bist, der sich über dieses Thema nicht zu reden getraut, ja, auch dich spreche ich an. Besonders dich spreche ich an. Keiner wird in diesem Video verurteilt werden, weil er narzisstisch-religiösem Missbrauch in seiner Kindheit ausgesetzt war. Versprochen. Kein normaler Mensch und auch nicht Jehova, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Gott der Liebe, verurteilt euch deshalb, weil ihr in eurer Kindheit narzisstisch-religiösem Missbrauch erlebt habt. Und nein, es verlangt auch niemand, dass ihr zurückgehen sollt, dass ihr euch schämen sollt, dass ihr brav vor irgendwelchen Narzissten oder sogar Psychopathen kuschen sollt. Tatsächlich verlangt es von euch niemand. Das ist kein Trick und es gibt auch keine Hintertüre. Die Hintertüre gibt es nur bei Satan, nicht bei Jehova, dem Gott der Bibel. Und übrigens, alle Narzissten und alle Psychopathen sind Gehilfen Satans. Versprochen, keiner von euch wird in diesem Video deshalb angeklagt werden, weil er sich aufgrund von narzisstisch-religiösem Missbrauch in der Vergangenheit von der Bibel und/oder von Gott abgewendet hat. Vielmehr wäre es mein Wunsch, euch mit der Bibel und mit Gott wieder zu versöhnen. Es ist allerdings so, die Türe kann ich euch zeigen, durchgehen müsst ihr dann aber jeweils selber. Und, auch versprochen, es wird euch niemand gegen euren freien Willen zwingen. Es bleibt eure freie Entscheidung. Um aber überhaupt eine vernünftige Entscheidung treffen zu können, solltet ihr die Wahrheit kennen. Die Wahrheit wird euch überraschen. Die Bibel verurteilt nämlich narzisstisch-religiösen Missbrauch und rechtfertigt missbräuchliches Verhalten an keiner Stelle. Die Wahrheit ist auch, ihr wurdet damals als Kind getäuscht und ihr hattet keine Chance, das zu durchschauen. Dieses Video richtet sich mit viel Liebe an euch alle, die ihr in eurer Kindheit narzisstisch-religiösem Missbrauch ausgesetzt wart. Übrigens, auch ich habe in meiner Kindheit massiven religiös-narzisstischen Missbrauch erlitten. Wie viele Kinder werden schon im Elternhaus drangsaliert, traumatisiert und/oder physisch und psychisch misshandelt? Besonders schlimm wird es dann, wenn es in toxisch-religiösen Familien geschieht. Wenn dem Kind, das missbraucht wird, auch noch verdrehte Bibelstellen um die Ohren gehauen werden, dann ist dies besonders schlimm. Das findet biblisch übrigens keinerlei Rechtfertigung, wie wir noch sehen werden. Kommt dir so eine Situation bekannt vor? Dann bist du damit nicht allein. Wir wissen alle, dass jeder anders mit einem erlebten Kindheitstrauma umgeht.
Die einen wenden sich in der Folge von religiös-narzisstischem Missbrauch in der Kindheit komplett von Religion, aber auch von der Bibel und von Gott ab und werden Atheisten. Die anderen lassen sich einschüchtern und verängstigen, sie behalten in ihrem Herzen aber den Glauben an Gott und trotzdem wurden sie gebrochen und zu religiösen Untertanen gemacht, die sich nach narzisstischer Willkür haben zurechtbiegen lassen. Und vielleicht sind einige von ihnen sogar zu Flying Monkeys geworden, die die gläubigen Nachfolger Jeschuas vehement anfeinden und bekämpfen, weil wir Gottes Gebote folgen möchten. Aber solche fühlen sich von uns angeklagt, was wir gar nicht tun wollen. Das ist übrigens hier kein Vorwurf, sondern eine Tatsache. Vielleicht sind einige von euch jetzt hier, vielleicht kann ich euch die Augen öffnen, was das eigentlich mit eurem eigenen Kindheitstrauma zu tun haben könnte. Mal sehen. Auf jeden Fall tummeln sich solche Leute unter anderem jetzt in christlichen Freikirchen. Die nächste Gruppe behält ihren Glauben an Gott und an Jesus. Sie wenden sich aber komplett vom Christentum ab, weil sie dort weder Antworten noch Halt noch Heilung gefunden haben. Und letzteres, also die Heilung, ist das, wonach ihr Herz sich immer gesehnt hat. Nach Heilung, nach einer ganzen Familie und nach Geborgenheit. Und so suchen diese Zuflucht in der Esoterik. Ich befand mich übrigens genau in dieser Kategorie, bevor ich zum lebendigen Glauben an unseren Messias Jeschua kam. Ich werde mich in diesem Video an jede einzelne der drei genannten Gruppen wenden. Das heißt, ich werde mir in diesem Video Zeit nehmen für jede einzelne Gruppe. So werde ich explizit die Atheisten ansprechen, die Esoteriker und die gläubigen Christen. Angesprochen ist aber nicht die narzisstische Liga jedweder Couleur. Diese wären eh unbelehrbar und diese haben sich eh schon für Satan entschieden und wären vermutlich eh nicht mehr erreichbar. Ich möchte mit den Christen beginnen, aber bevor ich die einzelnen Gruppen anspreche, möchte ich mit religiösen Verdrehungen aufräumen und klarstellen. Mit religiösen Verdrehungen aufräumen. Narzisstisch infiltriertes Denken ist, wenn das missbrauchte und gequälte Kind auch noch denkt, dass es selbst böse und die Eltern in allen Fällen gerechtfertigt seien. Jetzt magst du sagen, aber es steht doch so geschrieben, dass gute Eltern ihre Kinder züchtigen. Also müssen doch meine Eltern besonders gut gewesen sein. Nun, ich denke, hier wird etwas gewaltig verdreht. Soll ich dir genau an dieser Stelle mal etwas zeigen, was dich komplett flashen, das heißt, was dich komplett umhauen wird? Sieh mal hier. 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen Jehovas, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn Jehova wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Was bedeutet das denn im Klartext? Das bedeutet zum Beispiel, wer im Namen des Gottes aus der Bibel, ob er nun den korrekten Namen des Vaters im Himmel kennt oder nicht, wer sich auf den Gott der Bibel bezieht, gleichzeitig seine Kinder missbraucht oder misshandelt, und ihnen auch noch die religiöse Keule überzieht, der verstößt genau gegen dieses Gebot. Sei getrost, dieses Gebot ist sehr wohl noch gültig und solche Leute werden nicht ungestraft bleiben. Bitte befreie dich von den religiös-narzisstisch implantierten Lügen, die dir eingepflanzt wurden, um dich zu manipulieren. Und du wirst die Gebote Gottes lieben lernen.
Was du bis jetzt schon mal wissen solltest, ist Folgendes. Anhand von 2. Mose 20, Vers 7 hast du gerade mit eigenen Augen gesehen, wen die Bibel wirklich anklagt und wer tatsächlich der Bösewicht ist. Es ist immer so, Narzissten spiegeln immer ihre eigene Schlechtigkeit auf ihre Opfer. Und Kinder können sich nicht wehren. Und Kinder können überhaupt nicht erkennen, ob diese Bibelstelle, die sie da gerade um die Ohren gehauen bekommen, ob die nun verdreht ist oder der Wahrheit entspricht. Keiner wird seiner gerechten Strafe entgehen, der eine Kinderseele in irgendeiner Form auf dem Gewissen hat. Und da wird ihm auch sein narzisstischer Status nicht helfen. Steht geschrieben, Gott sieht die Person nicht an. Also auch die Herren Pastoren, Herren Pfarrer und Rabbis werden hier nicht ungeschoren davonkommen. Vielmehr werden diese ein umso schwereres Gericht erhalten. So steht es geschrieben. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, als bestünde der Großteil meines Publikums heute wirklich aus Atheisten, Esoterikern und Christen. Viele von euch mag es total triggern, wenn man sagt, es steht geschrieben. Seid getrost, heute wird es euch nicht verletzen. Und das liegt daran, dass ich keine Bibelstellen verdrehe, um euch zu manipulieren oder um euch noch mehr Schmerz zuzufügen bei all dem Unrecht, was ihr in eurer Kindheit eh schon erlebt habt. Ja, euch ist Unrecht von religiösen Leuten geschehen, die die Bibel zu ihrem eigenen Verderben verdrehen. Wir lesen jetzt gemeinsam Epheser Kapitel 6, die Verse 1 bis 4, und anschließend werden wir das mal genau betrachten. Und keine Sorge, auch wenn du jetzt noch skeptisch sein solltest. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6, Vers 4 ist heute der Vers, der uns am meisten interessiert. Es ist aber der Vers, der auch am meisten verschwiegen wird in den religiösen Kreisen. Zur Klarstellung. In Epheser Kapitel 6 ist eine bibeltreue, gläubige Familie angesprochen und keine gottlose Familie, die Jehovas Gebote sowieso schon lange verworfen hat. Die Eltern sollen ihre Kinder in der Zucht und Ermahnung Jehovas erziehen. Welche Eltern erziehen heutzutage ihre Kinder wirklich so? Ich meine nicht die toxisch-religiösen, sündigen Eltern, die die Schrift sowieso total missbrauchen und verdrehen und bei jeder Gelegenheit selbst von sich preisgeben, dass sie nicht so leben könnten, wie es geschrieben steht. Aber wenn es um ihre eigenen Belange geht, dann ist es ihnen sehr wohl möglich, Bibelstellen zu ihren eigenen Gunsten zu verdrehen. Narzissten sind immer missbräuchlich unterwegs und sie scheuen sich auch nicht davor, Bibelstellen zu ihren eigenen Zwecken zu missbrauchen. Nicht umsonst steht geschrieben, sie haben den Anschein von Gottesfurcht, seine Kraft aber verleugnen sie. Wie viele Kinder werden schon im Elternhaus terrorisiert, traumatisiert oder physisch und psychisch misshandelt? Besonders schlimm wird es dann, wenn es in toxisch-religiösen Familien geschieht. Religiös-toxische Leute scheinen verdrehte Bibelverse als Freibrief für Kindesmisshandlung aller Art zu sehen. Wenn dem Kind, was missbraucht wird, auch noch verdrehte Bibelstellen um die Ohren gehauen werden, dann ist das in keinster Weise biblisch zu rechtfertigen.
Ein solches Verhalten ist hochgradig missbräuchlich und kann Menschen sogar dazu bringen, die Bibel zu verwerfen und sie davon abhalten, an Gott zu glauben. In Epheser 6, Vers 4 ist aber genau das Gegenteil von dem gemeint, was hier mit traumatisierten Kindern aus religiös-narzisstisch-toxischen Familien geschieht. Und daraus können wir zu 100% schlussfolgern, dass Epheser 6 eben keineswegs irgendwelchen Kindesmissbrauch billigt, geschweige denn rechtfertigt. Ein wiedergeborener Nachfolger Jeschuas würde seine Kinder übrigens niemals missbrauchen oder misshandeln. Wir sollten uns ernsthaft die Frage stellen, wie viele wirklich wahrhaftige Gläubige es heutzutage überhaupt noch gibt. Ich meine nicht die unzählig vielen, die uns ein religiöses Theater vorspielen, an der Oberfläche, in der Öffentlichkeit, die den Anschein von Gottesfurcht haben, dessen Kraft sie aber verleugnen. Und nein, ich spreche jetzt nicht euch an, ihr Christen, die ihr sagt, dass ihr von Herzen gläubig seid, die ihr in eurer Kindheit narzisstisch-religiösen Missbrauch erlebt habt, die ihr euch habt einschüchtern lassen, die ihr, weil ihr sagt, ihr hättet Jesus in euren Herzen in Freikirchen aufhaltet, dort aber weder Trost noch Halt noch Antworten findet und euch jetzt Tag für Tag quält, ohne dass das jemand mitbekommt. Weil ihr von ganzem Herzen glaubt, seid ihr hier im Folgenden nicht angesprochen. Dennoch muss dieses Thema zur Sprache kommen, weil es eben Teil des ganzen Übels ist. Es geht mir hier um die Mehrheit, die sich eben auch in Freikirchen tummelt und eben nur religiöses Theater spielt, in Wirklichkeit aber maligne Narzissten sind. Und da sind Pastoren und sogenannte Älteste nicht ausgeschlossen. Versprochen, ich könnte euch echt Geschichten erzählen, die sind haarsträubend. Wir wissen alle nicht, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, wenn niemand zuschaut. Wisst ihr, es steht geschrieben, die Gottlosen denken, er sieht es nicht. Die Gottlosen denken, es gibt keinen Gott. Ich kenne einige Pastoren persönlich und für alle, die das jetzt noch nicht wissen. Ich habe 24 Jahre lang Kirchenorgel gespielt und habe durch diesen Dienst allerhand Pastoren kennengelernt. Ich kenne einige Pastoren persönlich, die mir selber gesagt haben, dass sie den Job nur machen, um Geld zu verdienen und dass sie in Wirklichkeit gar nicht glauben. Viele studierte Theologen sind häufig mit Jesuiten verstrickt. Meint ihr, das binden diese Leute euch direkt auf die Nase? Weit gefehlt. Die Mehrheit dieser Leute ist bereits narzisstisch. Und Narzissten werden um jeden Preis verhindern, dass ihr ihnen auf die Schliche kommt. Narzissten erzählen euch niemals die Wahrheit. Jetzt möchte ich euch aber auch noch zeigen, wie es normal gewesen wäre bei gottesfürchtigen, gläubigen Eltern, die nach der Tora leben. Ein Vater, der es mit seinem Kind gut meint, lässt ihm nicht alles durchgehen. Ein Vater, der es mit seinem Kind gut meint, lässt nicht zu, dass Wildwuchs aus seinem Sohn wird. Das heißt aber nicht, dass ein Vater, der es gut mit seinem Kind meint, dieses Kind blutig schlägt aus reiner Wollust. Ein Vater, der es mit seinem Kind gut meint, wird es nicht stundenlang vor der Glotze abstellen. Ein Vater, der es mit seinem Kind gut meint, wird sein Kind auch korrigieren, im Herrn, wenn es vom Weg abkommt, zu seinem eigenen Schutz. Ein gläubiger Vater kennt den Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ein gottloser, religiöser Vater ist lediglich ein blinder Blindenführer, der die Heilige Schrift nur zu verdrehen weiß. Ein wiedergeborener Nachfolger Jeschuas würde erstens nicht im Traum darauf kommen, irgendwelche Bibelstellen zu verdrehen, und zweitens würde er nicht im Traum darauf kommen, sein Kind zu missbrauchen oder willkürlich zu misshandeln. Wer also sein Kind missbraucht oder misshandelt und sich auch noch auf Bibelstellen bezieht, ein solcher verdreht die Schriften zu seinem eigenen Verderben und hat gar nichts verstanden. Und mit biblischem Verhalten hat so etwas null und gar nichts zu tun. Kinderopfer sind unserem heiligen Herrn ein Gräuel. Ich zeige euch nachfolgend zwei weitere Bibelstellen, die euch das ganz klar belegen. 3. Mose 18, Vers 21. Du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben, um es dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen, und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Hesekiel 20, Vers 31. Ja, durch die Darbringung eurer Gaben, dadurch, dass ihr eure Kinder durchs Feuer gehen lasst, verunreinigt ihr euch an allen euren Götzen bis zu diesem Tag. Und ich sollte mich von euch befragen lassen, ihr vom Haus Israel? So wahr ich lebe, spricht Elohim, der Herr. Ich will mich von euch nicht befragen lassen. Gott ist heute derselbe wie damals. Er hat sich nicht verändert. Er fand Kinderopfer damals ein Gräuel, und das ist es bis zum heutigen Tag. Da würde die narzisstisch-religiöse Liga ihre Antwort finden, weshalb Jehova ihnen nicht antwortet. So, und nun möchte ich mich explizit an die gläubigen Christen wenden. Ihr anderen aus den anderen Gruppen, also aus den atheistischen oder esoterischen Gruppen, hört hier aufmerksam zu. Also bitte nicht skippen. Ihr könnt natürlich trotzdem skippen, wenn ihr möchtet. Das bleibt euch überlassen. Aber es kann gut sein, dass du zwar kein Christ bist, aber dass dir diese Fragen dennoch trotzdem zur Heilung dienen könnten. Also entscheide selber, ob du jetzt skippen möchtest, wenn du kein Christ bist, oder ob du zuhören willst. Sowohl in 3. Mose 18, Vers 21, als auch in Hesekiel 20, Vers 31 geht es jeweils um Götzendienst und um Kinderopfer. Und ihr habt es jetzt mit euren eigenen Augen gesehen. Jehova, der Gott der Bibel, klagt ein solches Verhalten an. Und wenn ihr sagt, weil die narzisstische religiöse Liga euch das so beigebracht hat, ha ja, das ist Altes Testament, das findet ja heute in dieser Form eh so überhaupt nicht mehr statt. Ach nein? Was ist dann zum Beispiel mit der I-Punkt für Kinder? Die religiös-narzisstische Liga hat für die I-Punkt für Kinder die Werbetrommel gerührt. Die I-Punkt für Kinder, die letzte jedenfalls, war eine Art Kinderopfer. Und das ist nur das jüngste Beispiel, jedoch gibt es noch ein anderes großes Beispiel, was euch die narzisstisch-religiöse Liga verschweigt, und zwar obwohl sie es wissen. Sie wissen es ganz genau. Ich weiß, dass sie es wissen, weil ich habe nämlich persönlich über dieses Thema mit ihnen diskutiert. Und sie haben es mir gegenüber zugegeben, dass sie es wissen. Nachfolgend werde ich ein Thema ansprechen, welches euch ärgern oder triggern könnte, wenn ihr Christen seid. Aber dieses Thema gehört in den Kontext, sodass ich dieses Thema in diesem Video ansprechen muss. Und
Eigentlich möchte ich euch auch gar nicht ärgern. Im Gegenteil möchte ich heute sogar mal besonders behutsam mit allen umgehen, weil ich nämlich im Rahmen des Themas religiös-narzisstischer Missbrauch in der Kindheit ein Aha-Erlebnis hatte. Du wirst spätestens in Teil 4 dieses Videos verstehen, dass es mit deinem zugrunde liegenden Trauma zu tun hat, wenn du auf irgendeine Wahrheit überreagierst. Bevor ich auf das Thema zu sprechen komme, möchte ich dich ein wenig natürlich desensibilisieren. Es ist die Wahrheit, dass wenn du religiös-narzisstischen Missbrauch in deiner Kindheit erlebt hast, dann wurde dir Leid angetan. Dir wurde Unrecht zugefügt und du wurdest gezwungen, alles zu erdulden. Und obendrein wurdest du noch mit verdrehten Bibelstellen gequält. Du wurdest also unter Umständen physisch und psychisch massiv gequält. Man stand also vor dir, verwundetem, unschuldigen Kind, und deine Peiniger, deine Eltern, dein Pastor oder der Religionslehrer, der dir die Finger blutig geschlagen hat, deine Peiniger erhoben auch noch den Zeigefinger gegen dich. Das hat dich tief verletzt und es hat dich tief traumatisiert. Lass dir an dieser Stelle mal gesagt sein, ich habe zwar einen anderen Weg eingeschlagen als du, aber mir ist exakt das selber in meiner Kindheit auch passiert. Ich werde jetzt etwas ansprechen, wobei dein Blut in Wallung kommen könnte und du mir am liebsten an den Kopf werfen möchtest, ich sei kalt und lieblos. Falls du dich dabei erwischen solltest, dann bleib unbedingt dran und schalte nicht ab, weil dann ist dieses Video nämlich genau für dich und dann brauchst du diese Heilung. Die Wahrheit ist nämlich, du verwechselst mich in dem Moment, wo du mir an den Kopf werfen möchtest, ich sei kalt und lieblos, in dem Moment verwechselst du mich nämlich gerade mit deinen Eltern aus deiner Kindheit. Diese waren kalt und lieblos. Ich bin keineswegs kalt und lieblos und ich bin weder deine Eltern, noch möchte ich diese Elternrolle einnehmen. Ich möchte auch nicht den Zeigefinger gegen dich erheben und dich anklagen und Salz in deine Wunden streuen. Wir alle wissen, was in der katholischen Kirche zuhauf geschah. Und immer noch geschieht. Und nicht nur in der katholischen Kirche ist es so, sondern auch in den Kreisen, die nicht kritisiert werden wollen, geschieht es ebenfalls. Und ich kenne jemanden persönlich, dem so etwas beim katholischen Kirchendienst als Junge geschehen ist. Er ist heute ein erwachsener Mann, viel älter als ich. Aber er ist immer noch bis zum heutigen Tag extrem verstört. Und das hat dieser Mann mir persönlich erzählt von Angesicht zu Angesicht. Wundert dich das denn, dass so etwas zuhauf in der katholischen Kirche passiert? Wisst ihr nicht, was das für ein narzisstisch-gottloser Club ist? Wusstet ihr, dass am 25. Dezember der Geburtstag von Nimrod ist und dass der 25. Dezember auf das Julfest zurückzuführen ist und dass an diesem Fest traditionell dem Satan, dem Moloch, Kinder geopfert wurden? Ihr gläubigen Christen, euch hat man erzählt, ja, das macht nichts, wir feiern dann den Geburtstag von Jesus. Es weiß sowieso niemand, wann der tatsächlich geboren ist. Das haben sie euch erzählt, aber sie haben euch angelogen und sie wissen, dass sie euch angelogen haben. Der wahre Geburtstag lässt sich anhand von Bibelrecherche ziemlich genau ermitteln.
Es ist der erste Tag des Laubhüttenfestes, wann unser Messias zur Welt kam. Prüfe es nach, das sind wahre Fakten. Einige Pastoren, es sind viele unter ihnen, die wissen das, aber sie sagen es euch nicht. Und ich weiß es, weil ich dieses Thema mit ihnen mal besprochen habe. Wenn sie wirklich glauben würden, dann würden sie es euch ja verraten. Oder nicht? Und? Seid ihr noch da? Ich gehe davon aus, dass ihr, zu denen ich jetzt rede, von Herzen gläubige Menschen seid, die nicht narzisstisch sind und die deswegen offen genug sein sollten, sich das in Liebe sagen zu lassen. Das hat nichts mit Verurteilung zu tun. Wisst ihr, wenn einem nichts gezeigt wird, dann kann man es auch nicht verändern. Und wem Gott dahingegeben hat, dem zeigt er nichts mehr. Also sollte man für alles dankbar sein, was einem aufgezeigt wird. Das hat nichts mit Verurteilung zu tun. Und das, was ich euch gerade gesagt habe, das sind nachprüfbare Fakten. Obendrein will ich dir aufzeigen, was dir die religiös-toxisch-narzisstisch-psychopathische Liga bewusst verschweigt, weil sie wissen das nämlich. Sie wissen es. Ich weiß es, dass sie es wissen. Erst neulich wurde mir von jemandem, der meinen Kanal persönlich kennt und der mich auch persönlich kennt, etwas provokativ gesagt, und zwar am 23. Dezember 2023. Wir wünschen dir frohe Festtage. Ach nein, du feierst ja die jüdischen Feste. Es hätte nur noch gefehlt, dass man mir gesagt hätte, mit den Juden haben wir ja nichts mehr zu tun. Das geht uns nichts an. Nein? Nun, Jesus, Jeschua, war Jude und er ist am ersten Tag des Laubhüttenfestes geboren. Jesus verurteilt Kinderopfer und Kindesmisshandlung in jedweder Form. Ich frage dich, der oder die du sagst, du seist von Herzen an Jesus gläubig. Ich glaube dir, dass du von Herzen an Jesus gläubig bist. Was hast jetzt du mit diesem Weihnachtsfest zu tun? Von welchem die gottlosen, gespritzten, religiösen Narzissten euch damals ausgeschlossen hatten? Schon vergessen? Kommt weg dort! Geht weg von den Narzissten und von ihren satanischen Festen. Das sind ihre Feste, das sind nicht eure Feste. Ihr habt dort nichts zu suchen. Das ist kein Befehl, ihr entscheidet das selber. Aber vielleicht magst du ja mal darüber nachdenken. So, nun meine Fragen an die gläubigen Christen. Vielleicht möchtest du es dir bequem machen und die Augen hierfür schließen und nachdenken, was die jeweilige Frage in dir auslöst. Bist du so aufgewachsen und sagst, du glaubst an die Heilige Schrift und an Jesus? Hattest du eine schwierige Kindheit mit narzisstischem Missbrauch, auch wenn du das noch niemandem verraten hast, weil dir das verboten wurde? Oder weil du es dir aus religiösen Gründen selber verboten hast? Dennoch quält dich das jeden Tag bis heute und du kommst nicht damit klar? Oder hast du dennoch mit jemandem darüber geredet und hast jetzt ein schlechtes Gewissen? Bist du darüber hinaus ein bekennender Christ und meinst, dass du von ganzem Herzen an Jesus glaubst? Dann stelle ich dir jetzt noch einige weitere Fragen, aber ich möchte dich weder provozieren noch anklagen mit den folgenden Fragen. Die ein oder andere Frage könnte dich triggern, meine Fragen sollen dir aber eigentlich helfen,
Etwas zu überwinden, von dem du nicht weißt, dass du es überhaupt überwinden musst, weil dein Denken religiös-narzisstisch infiltriert wurde. So ein Denken ist nicht biblisch und du kannst dieses falsche Denken, resultierend aus religiös-toxischem Missbrauch in deiner Kindheit, getrost hinter dir lassen. Und sei sicher, du wirst hier nicht wie befürchtet vom Glauben abfallen. Vielmehr wird das Gegenteil geschehen. Hier also meine Fragen an dich. Gehst du brav jeden Sonntag in eine christliche Gemeinde, vielleicht sogar noch in eine Freikirche? Und meinst du darüber hinaus, man könne nicht so leben, wie es geschrieben steht? Warum bist du denn der Meinung, man könne nicht so leben, wie es geschrieben steht? Meinst du das, weil man es dir so gelernt hat? Oder meinst du das vielleicht, weil du aus einem religiös-toxischen Elternhaus kommst und weil deine Gefühle in Diskrepanz zu deinem religiös infiltriertem Denken stehen? Hast du Angst, selber in der Bibel zu lesen, weil du befürchtest, du wirst dann wieder angeklagt, wie du es bereits von Kindheit an gewohnt bist? Gell, es ist dir nicht gestattet, anders als gut von deinen Eltern zu denken. Du sagst und du schlussfolgerst, die Gebote müssen abgeschafft sein, denn keiner kann so leben, wie es geschrieben steht. Du glaubst also, die Gebote Gottes seien abgeschafft. Schließlich hast du gelernt, wir sind jetzt im neuen Bund. Auch hast du gelernt, Jesus hat die Schriften erfüllt. Beide Aussagen sind korrekt. Hast du aber auch bereits diese beiden wahren Aussagen mal selber auf ihre wirkliche Bedeutung anhand der Bibel überprüft? Oder hast du vielmehr den Pastor gefragt, der ja studiert hat, und der hat dir eine religiöse Antwort gegeben, die wiederum in der religiösen Lehre mündete, dass man eben nicht so leben könne, wie es geschrieben steht. Und daher sei das Gesetz Gottes eben abgeschafft. Du gehst also fest davon aus, dass das Gesetz Gottes abgeschafft sei, aus welchen Gründen nun auch immer. Lass mich dir nun weitere Fragen stellen. Und bitte beachte, dass ich dich keinesfalls provozieren oder kritisieren möchte. Ich möchte dir vielmehr etwas zeigen. Wenn also in deinen Augen das Gesetz Gottes abgeschafft ist, weshalb darfst du dann nicht anders als gut von deinen Eltern denken, geschweige denn über den schrecklichen Missbrauch reden, der dir damals als Kind angetan wurde? Ich meine nicht, dass du über deine Eltern herziehen sollst, das ist dir hoffentlich klar. Aber du erlaubst dir ja nicht mal, darüber in irgendeiner Form negativ über das Verhalten deiner Eltern von damals zu denken. Vielmehr redest du vielleicht sogar alles schön und nimmst ihr Verhalten schlechtestenfalls noch in Schutz. Ist doch so, oder? Ja, sagst du, alles andere wäre ja Sünde und verboten, denkst du. Und wenn du das nicht tust, dann verstößt du in deinen Augen gegen das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren? Aber du denkst doch auch, das Gesetz sei abgeschafft. Was denn jetzt? Ja, aber, denkst du, darüber darf man doch nicht reden. Ich frage dich nochmals, du denkst doch ganz fest in deinem Herzen, das Gesetz Gottes sei abgeschafft. Ist es denn jetzt abgeschafft oder nicht? Und warum verbirgst du denn im Geheimen deine wahren Gefühle? Meinst du, die Gefühle sind einfach so da, weil du böse bist? Meinst du nicht vielmehr, deine Gefühle wollen dir etwas mitteilen? Deine Gefühle entsprechen der Wahrheit. Und es hat einen Grund,
warum du so fühlst. Ja, denkst du, das ist der Teufel, der dich da anklagen möchte? Nein. Wenn du wirklich meinst, das Gesetz Jehovas sei abgeschafft und du denkst insgeheim in dieser Art und Weise, dann widersprichst du dir selber. Merkst du das eigentlich? Denk mal drüber nach. Und außerdem, wo steht eigentlich geschrieben, dass man Ungerechtigkeiten unter den Tisch kehren soll? Ist das wirklich die Aussage der Bibel? Wenn ja, wenn du das glaubst, dann zeig mir bitte eine einzige Bibelstelle, die so ein Verhalten unterstützen würde. Und wo steht in der Bibel geschrieben, dass man die Schwachen unterdrücken soll? Wenn du als Kind narzisstischen Missbrauch erlebt hast, dann sind die Täter hier in keinem Fall biblisch gerechtfertigt. Und wenn dein Vater sich dreimal Herr Pfarrer nennen lässt und alle Leute so eine hohe Meinung von ihm haben. Die biblischen Pharisäer von damals und von heute lieben es auch, wenn man Rabbi, Rabbi zu ihnen sagt. Weißt du, was Jesus zu diesem Thema sagt? Wenn du so in deinem Denken gequält bist, dann wurde dein Denken religiös-narzisstisch infiltriert. Du glaubst Lügen, du marterst dich unnötig. Das verlangt unser Messias Jeshua, das verlangt Jesus nicht von dir. Dir wurden religiös-narzisstische Programme infiltriert, die dich nun ständig innerlich anklagen. Solch ein Verhalten und solch ein Denken darfst du getrost hinter dir lassen, denn es ist nicht biblisch. Lies bitte die Bibel mal selbst und bitte um Befreiung von narzisstisch-religiösem Denken, was dir angetan wurde. Darüber hinaus, das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden, hat eine ganz andere Bedeutung und einen ganz anderen Sinn, als dir diese religiösen Leute eingetrichtert haben. Nochmals, die Heilige Schrift billigt an keiner Stelle und unter keinen Umständen irgendwelche missbräuchlichen Handlungen und schon gar nicht an Kindern, die sich nicht wehren können. Und nein, es ist nicht das vierte, sondern tatsächlich das fünfte Gebot. Lies auch das mal selber nach in 2. Mose, Kapitel 20, Abvers 1. Die katholische Kirche hatte speziell mit dem zweiten Gebot so ihre Probleme, verständlicherweise, und hat dieses Gebot deswegen ganz aus den religiös gängigen christlichen 10 Geboten gestrichen. 2. Mose 20, Verse 4 bis 6. Das ist Gebot Nummer 2. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Na, meine Bitte an dich. Es ist möglich, dass du wirklich von Herzen an Jesus glaubst. Und es liegt mir wirklich fern, über dein Herz zu urteilen. Das kann ich nicht und das darf ich auch nicht. Wenn du nun von ganzem Herzen tatsächlich an Jesus glaubst, dann bitte lass das religiös-narzisstisch infiltrierte Denken hinter dir. Bitte den himmlischen Vater, dass er dich hiervon befreien möge. Ich würde mich aufrichtig von ganzem Herzen für dich freuen, wenn es dir mit Hilfe unseres himmlischen Vaters gelingen würde,
dich hier von narzisstisch-religiös infiltriertem Gedankengut zu befreien. Wenn du erst einmal verstanden hast, dass du hier einer gemeinen Lüge aufgesessen bist und du einfach nur leidest aufgrund eines Kindheitstraumas und dass du hier gar nichts falsch gemacht hast und dass du auch nicht gegen das fünfte Gebot verstößt, vielleicht bekommst du ja jetzt doch eine andere Meinung über Gottes Gesetze? Gottes Gesetze sind nicht dafür da, dich anzuklagen. Satan ist der Ankläger der Brüder. Und Narzissten haben sich für die böse Seite, für Satan entschieden. Ob sie nun offiziell Theologie studiert haben oder nicht. Lass dich nicht von dem narzisstischen äußeren Schein blenden. Narzissten sind Scheinriesen. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Wenn du dich hier angesprochen gefühlt hast, gibt es für dich jetzt nur eine schlechte, aber gleich mehrere gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht: Dein Denken wurde religiös-narzisstisch infiltriert. Du glaubst Lügen und du weißt nicht, dass du Lügen glaubst. Du glaubst Lügen und damit klagst du dich immer wieder selber an. Das hat aber mit echter biblischer Umkehr und Buße null und gar nichts zu tun. Die gute Nachricht Nummer 1. Wenn du Opfer von narzisstischem Missbrauch in deiner Kindheit warst, dann ist die Bibel nicht gegen dich, sondern für dich. Bist du jetzt überrascht? Das zeigt das Ausmaß des religiösen Missbrauchs, was du erlebt hast. Und die zweite gute Nachricht ist, du kannst aus diesem narzisstisch infiltriertem Denken befreit werden und danach wirst du sehen, dass man eben doch so leben kann, wie es geschrieben steht. Ganz einfach. Auch du kannst das. Und zwar ohne, dass es anstrengend wird. Anstrengend ist nur religiöses Theater. Der echte Glaube ist überhaupt nicht anstrengend. Und noch etwas anderes solltest du wissen. Und bitte verzeih mir, wenn ich jetzt ein bisschen emotionaler rede. Dieses Thema bewegt mich emotional arg. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich dich anklagen möchte, sondern ich kämpfe gerade um dich, und zwar um der Wahrheit willen. Und deswegen bin ich hier ziemlich emotional. Also, du solltest wissen, du musst nicht vor irgendwelchen Narzissten kuschen, im Gegenteil. Und du musst und du sollst dich auch nicht vor ihnen verbeugen und klein machen. Mache dir klar, du bist nicht denen ihr Untertan, wenn du Jesus liebst und von ganzem Herzen an ihn glaubst. Und wenn dir irgendwelche religiös vertretenen Lehren komisch vorkommen, dann hinterfrage sie, das ist biblisch. Steh bitte auf und verbeuge dich vor unserem Messias alleine. Bitte steh auf und verlasse diese narzisstischen Toxen, die dir immer nur zu Unrecht ein schlechtes Gewissen machen wollen. Das hat übrigens mit echter Umkehr und Buße im biblischen Sinne überhaupt nichts zu tun. Echte Umkehr und Buße hat damit zu tun, sich vom Bösen abzuwenden. Entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Mach dir mal klar, in welchem bösen Umfeld du dich befindest. Du gehörst nicht zu den Bösen. Du gehörst nicht dort dazu. Stell dich hinter die Schrift. Du wirst sehen, wie sie dann anfangen zu toben. Aber du, wenn du es erkannt hast, wirst in deinem Herzen fest wissen, wem du wirklich dienst. Jesus, Jeshua, alleine. Und wenn du erstmal diesen ganzen religiösen Missbrauch klar vor Augen siehst, der in diesen religiösen Denominationen wirklich stattfindet, dann wirst du dich hiervon nicht mehr einschüchtern lassen. Das kannst du aber erst erkennen, wenn du da draußen bist.
sonst bleibst du ewig dieser religiösen Gehirnwäsche unterlegen. Jetzt magst du sagen, aber man hat mir ja eingetrichtert, die Gemeinde soll man nicht verlassen. Gut, dann frage ich dich, ist das denn tatsächlich eine echte, gottesfürchtige Gemeinde, wo kein Missbrauch stattfindet oder wo kein Missbrauch schön geredet wird oder unter den Teppich gekehrt wird oder wo man dafür angeklagt wird, wenn man Missbrauch erwähnt? Redet dir deine Gemeinde jetzt bitte nicht wieder schön. Oh, bitte merke einfach, ich möchte dich nicht anklagen. Im Gegenteil, ich möchte dir zur Wahrheit verhelfen und ja, ich hoffe einfach, dass jede gläubige Seele wirklich aus solchen missbräuchlichen religiösen Denominationen herausfindet. Nun wende ich mich an die Atheisten. Bitte macht es euch bequem, macht die Augen zu und lasst euch auf die Fragen ein und spürt, was diese Fragen bei euch bewirken. Versprochen keine Anklage, weil ihr eine andere Entscheidung getroffen hattet damals als ich. Wenn du noch kein Narzisst bist, dann ist es für dich noch nicht zu spät. Die Türe für dich steht immer noch offen, deine Wahl nochmals zu überdenken. Du bist jetzt erwachsen und du hast jetzt andere Möglichkeiten, dir Zugang zur Wahrheit zu verschaffen. Du hast einen freien Willen und du entscheidest selbst. Also meine Fragen an dich. Nun einige Worte an die nicht-narzisstischen Atheisten, die sich aufgrund von religiös-narzisstischem Missbrauch in ihrer Kindheit von der Bibel abgewendet haben. Das finde ich genauso tragisch und auch hier möchte ich nicht verurteilen. Auch euch möchte ich einige Fragen stellen. Wie kommt es eigentlich, dass ein bekennender Atheist, wie du einer bist, dieses Video hier ansieht und auch noch bis hierher gekommen ist? Bist du wirklich ein Atheist? Hast du die Bibel damals verworfen, weil der Schmerz von deinen religiös-heuchlerischen Eltern zu groß war? Haben sie regelmäßig ihre Wutanfälle psychisch und physisch an dir ausgelassen? Und zwar das ganze Jahr hindurch? Haben sie dann aber pünktlich zu Weihnachten ihr freundliches Gesicht aufgesetzt und waren plötzlich vor allen Leuten freundlich, weil es ja das Fest der Liebe ist? Dann hast du noch ein glitzerndes Kleid bekommen und schönen Schmuck und dann ist man mit dir an sogenannt Heiligabend zur Kirche gegangen? Hast du Weihnachten, das Fest der Heuchelei, schon immer gehasst? Ich kann dir sagen, dass ich dir 100% nachfühlen kann. Und lass dir gesagt sein, Weihnachten ist ein Satansfest und es ist ein Fest der Heuchelei, da hast du 100% recht. Dieses Fest hat übrigens mit Jesus nichts zu tun. Jesus, respektive Yeshua, was der Originalname unseres Messias ist, ist in Wirklichkeit am ersten Tag des Laubhüttenfestes im Herbst geboren. Wurdest du misshandelt und missbraucht und hast du damals schon erkannt, dass du gar nicht schuld bist? Weil du aber Widerstand geleistet hast, haben deine Eltern versucht, dich anhand verdrehter Bibelverse zu unterdrücken und in den Griff zu bekommen? Vielleicht hat man dich sogar vor einen Pastor geschleift? Auch wenn du damals nicht erkannt hast, dass die Bibelverse verdreht waren, hast du ansonsten sehr wohl ihre Manipulation erkannt. Da kann ich dir eigentlich nur gratulieren. Doch auch wenn du sie von Anfang an zu 100% durchschaut hast, bist du leider dennoch ihrer Zauberei unterlegen.
Und ja, Narzissten sind Zauberer. Sie bedienen sich der Zauberei-Sünde. Egal, ob sie Pfarrer heißen oder nicht. Gott hasst die Falschen und Gott hasst die Zauberer. Die Bibel war nie dein Feind, Gott war nie dein Feind und Gott ist auch jetzt nicht dein Feind. Du erkanntest zwar, dass sie die Bibel gegen dich verwenden, um dich zu manipulieren, aber du hattest keine Chance zu erkennen, dass die verwendeten Bibelverse in ihrem Sinn verdreht wurden. Wie hättest du das auch erkennen sollen? Keine Chance. Und darum hast du leider eine komplett falsche Schlussfolgerung aus deinen traurigen und tragischen Kindertagen gezogen. Auch dein Denken wurde religiös-narzisstisch infiltriert mit Lügen. Bis heute. Satan und seine Anhänger geben sich aus als Engel des Lichts. Sie verdrehen Gottes Wort nur zu gern. Gottes Wort zu verdrehen scheint ihr Lieblingshobby, ihre Lieblingsbeschäftigung zu sein. Befreie dich von deinem religiös-narzisstisch infiltriertem Denken. Du meinst, du hast mit Religion nichts mehr zu tun? Weit gefehlt. Wenn du aufgrund religiös-narzisstischem Missbrauch die Bibel ablehnst, dann bist du tiefer in Religion gefangen, als dir lieb sein dürfte. Fühlst du dich angesprochen? Die gute Nachricht ist, es ist noch nicht zu spät. Kehre um und tue Buße und glaube an die Heilige Schrift. Und nein, du musst ganz sicher nicht zurück an den Tisch deiner toxisch, narzisstisch, psychopathischen, religiösen Eltern. Das verlangt keiner von dir. Fragst du dich oder mich an dieser Stelle, aber wieso hat Gott, wenn es ihn denn überhaupt gibt, das alles zugelassen? Wieso hat er denn nicht eingegriffen? Wieso ist mir denn dieser ganze Scheiß passiert? Gott hat es zugelassen, weil jeder Mensch vor die Entscheidung gestellt wird, für welche Seite er sich entscheidet. Wenn alles immer nur gut läuft, dann ist es leicht, sich für das Richtige zu entscheiden. Aber Gott prüft den Charakter. Wieso hat er nicht eingegriffen? Nun ja, zumindest hast du ja zu diesem Video hier gefunden und zumindest wurde dein Herz nicht so verhärtet, dass du ein Narzisst geworden bist. Und vielleicht ist ja da in dir doch diese leise Stimme, die deinen Atheismus hinterfragt? Ja, und wieso ist gerade dir dieser ganze Scheiß passiert? Nun ja, mir ist auch ganz viel Müll passiert. Sonst könnte ich ja solche Videos gar nicht machen. Suche Gott, solange er zu finden ist, und kehre um zu Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Für den narzisstischen Missbrauch, der dir geschehen ist, kannst du nichts. Triff bitte nochmals eine Entscheidung. Für das Gute oder für das Böse. Du kannst übrigens nicht sagen, ich treffe gar keine Entscheidung, weder für Gott noch gegen Gott. Das ist nicht möglich. Jeder wird eines Tages vor die Entscheidung gestellt. Also, triff nochmals eine Entscheidung. Entweder für Gott, für Jesus, Jeshua und die Bibel oder für den Satan. Bitte triff eine kluge, reflektierte Entscheidung. Gott manipuliert dich nicht. Satan hingegen ist der Meister der Manipulation. Sieh dir doch nur die letzten 3 Jahre an und überlege mal, weshalb zum Beispiel mein Kanal in einem Shadowban ist. Das ist auch übrigens so ein Versuch von YouTube, mein Denken narzisstisch zu infiltrieren,
indem ich denken soll, mein Kanal wäre eh unwichtig. Wäre mein Kanal unwichtig, dann hätte YouTube es nicht nötig, meinen Kanal in einen Shadowban zu setzen, mir die Likes wegzunehmen oder die Viewzahlen nach unten zu manipulieren. Überlege mal, weshalb die christlichen Denominationen alle von Jesuiten unterwandert wurden. Überlege mal, weshalb das geschehen ist, wenn die Bibel angeblich ein Märchenbuch wäre. Überlege mal, weshalb das WEF die Bibel zensieren will. Ja, das ist wahr. Und weshalb das WEF das gleichzeitig als Verschwörungstheorie bezeichnet. Wir wissen, was mit den Verschwörungstheorien in den letzten 3 Jahren geschehen ist. Sie haben sich alle bewahrheitet. Überlege mal, weshalb sie geplant haben, die Christen zu verfolgen. Gott zeigt dir auf Leben und Tod und fordert dich auf, wähle das Leben. Die schließliche Entscheidung aber bleibt bei dir und deinem freien Willen überlassen. Triff also eine kluge und reflektierte Wahl. Last but not least, meine Worte an die Esoteriker. Was ich mich jetzt selber hier frage ist, werde ich jetzt eine leere Wand anpredigen? Oder kann es wirklich sein, dass hier tatsächlich der ein oder andere Esoteriker ist, der sich dieses Video tatsächlich bis hierher angehört hat? Ist für mich fast nicht zu glauben. Die Chance, dass hier Atheisten irgendwie auf dem Kanal sind, die ist gegeben, aber ein Esoteriker? Ich weiß es nicht. Aber ich habe es auch auf dem Herzen, zu euch zu sprechen, und das wird seinen Grund haben. Mach es dir also bequem und lass dich auf die Fragen ein. Es kann sein, dass du in Tränen ausbrechen wirst. Du kennst es, du weißt, dass dies bei Heilungen der Fall sein kann. Sei sicher, wenn du noch kein Narzisst bist und feststellst, dass du eine schlechte Wahl getroffen hast, dann steht auch für dich nochmals eine Entscheidung an. Triff eine kluge Wahl. Und auch auf euch soll gelten, die nachfolgenden Fragen dienen nicht dazu, euch anzuklagen. Boah, jetzt zu den Esoterikern. Ihr wisst, bevor ich zum lebendigen Glauben an Jeshua kam im Jahr 2016, war ich selber esoterisch unterwegs. Auch den Esoterikern sei an dieser Stelle gesagt, ich möchte euch hier keinesfalls verurteilen oder anklagen. Dennoch sei hier auch gesagt, die Gruppe der Esoteriker ist die schwierigste Gruppe, zu der man als gläubige Nachfolgerin Jeshuas reden kann. Warum? Das hat verschiedene Gründe. Jedenfalls ist der Widerstand der Esoteriker sehr, sehr groß. Ich habe natürlich, nachdem ich dann zum Glauben an Jeshua fand, probiert, mein esoterisches Umfeld aufzuklären. Sie haben mir allesamt, wutentbrannt, sofort den Kontakt abgebrochen. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es Sinn macht, hier auf meinem Kanal zu Esoterikern zu reden, weil die Chance relativ gering ist, dass mir hier irgendein Esoteriker länger als 2 Minuten zuhört. Aber gut, ich probiere es auch bei euch und hoffe, dass ich Worte finde, die euch abholen.
Bist du hochempathisch, nicht narzisstisch, aber erlebtest ebenfalls religiös-narzisstischen Missbrauch in deiner Kindheit? Vielleicht glaubst du sogar tatsächlich an Jesus oder an Jeshua. Vielleicht kennst du ja sogar seinen original hebräischen Namen Jeshua. Vielleicht hattest du in deiner Kindheit sogar mal ein echtes Erlebnis mit Jesus. Vielleicht warst du sogar mal in einer Freikirche, bist aber dann irgendwie davon weggekommen, weil du dort verletzt wurdest und weil du nicht mehr konform gehen konntest und weil du dort auch keine Antworten gefunden hast. Vielleicht hast du auch nicht verstanden, weshalb Jesus am Kreuz hatte sterben müssen. Du glaubst, wegen dir hätte das sicher nicht sein müssen, da du ja im Grunde ein guter Mensch bist. Vielleicht fragst du dich auch, wieso gesagt ist, dass jeder Mensch als Sünder auf die Welt kommt, obwohl er noch ein Baby ist und noch gar nichts gemacht hat. Vielleicht glaubst du auch, dass die Christenheit dir in Bezug auf Jesus einen Bären aufgebunden hat. Und weil du deine traumatischen Erlebnisse und deine damit verbundenen Gefühle nicht verarbeiten konntest, in christlichen Kirchen aber keinen Halt und keine Antworten fandest, bist du schließlich zur Esoterik gekommen? Was soll ich sagen, was ich nicht den anderen beiden Gruppen schon gesagt habe? Vielleicht hatte ich das Gesagte bereits irgendwie angesprochen? Vielleicht spricht dich ja Folgendes an. Narzissten sind Zauberer und wenn man es genau betrachtet, betreiben diese Narzissten eine Art schwarze Magie. Und ja, es gibt viele Narzissten, die betreiben nicht nur eine Art schwarze Magie, sondern die betreiben buchstäblich schwarze Magie, Voodoo und andere malignen Zaubereien. Tief eingekapselt ist da euer Schmerz, den ihr in den Kindertagen aus eurem religiösen Umfeld zugefügt bekommen habt. Ihr habt inzwischen alle esoterischen Heilungen ausprobiert, die ihr kennt, weil ihr einfach Sehnsucht hattet, geheilt zu sein. Wie tief ist der Schmerz und wie sehr hättest du dir gewünscht, in einer normalen Familie geboren zu sein? Wie sehr hättest du dir gewünscht, einfach als Kind Geborgenheit zu erleben? Wie groß ist deine Trauer? Ihr habt Familienaufstellungen nach Hellinger gemacht, ihr habt euch sogar ausbilden lassen als Familientherapeut. Ihr habt alles aufgelöst und aufgelöst und aufgelöst und aufgelöst. Seit Jahren und seit Jahrzehnten. Und immer, wenn du gemeint hast, du hast es jetzt endlich geschafft, dann kam es wieder hoch. Dieser tief eingekapselte Schmerz. Dann kam von außen wieder ein Ereignis, was dich runtergezogen hat, und schon warst du wieder in einem ähnlichen Film, den du bereits seit Jahren in deinem Leben ansiehst. Warum, fragst du dich, ist das denn immer noch alles da? Schließlich hast du doch dein ganzes Leben lang hart an dir gearbeitet, so gut du konntest, nach bestem Wissen und Gewissen. Schließlich bist du inzwischen hochspirituell und hast eine ganz hohe Schwingung. Und das bestätigt dir jeder Therapeut. Du kannst das einfach alles nicht verstehen. Dann gibt es Hochzeiten, in denen du zu fliegen scheinst. Alles nur noch positiv, alles läuft super, du hast gute Laune, wenn da nur nicht ein toxisch-narzisstisches Umfeld wäre, welches dich regelmäßig runterzieht. Und dann suchst du deinen Therapeuten auf, der dir die negativen Energien wieder aus deiner Aura vertreibt. Du hast, so sagt er dir, überhaupt nichts falsch gemacht. Diese negativen
toxischen Leute in deinem Umfeld stört nur deine hohe Schwingung. Den wahren Grund, weshalb dir das passiert, verrät er dir nicht. Tief eingekapselt ist der Schmerz, den ihr in den Kindertagen aus eurem religiösen Umfeld zugefügt bekamt. Da ist es wieder das gleiche Problem von vor 2 Jahren. Aber das wurde doch bereits längst aufgelöst, versicherst du deinem Therapeuten. Nein, da ist nochmals eine andere Ebene, die man bearbeiten muss, sagt dir dein neuer Therapeut. Und so fährst du jahrelang Achterbahn. Kommt dir das bekannt vor? Schau mal bitte auf das Weltgeschehen, was wir seit 3 Jahren erleben. Da gab es immer wieder Zwangsmaßnahmen und Einschränkungen und Restriktionen, gefolgt von Lockerungen. Und dann kam der nächste Hammer. Kannst du hier Parallelen erkennen? Und dann ist da noch deine tiefe Abneigung gegen Religion, gegen das Christentum. Ja, Religion ist falsch. Esoterik ist in Kabbalah tief verstrickt. Kabbalah ist religiös und der Ursprung allen Übels. Nicht nur Esoterik, sondern auch das Christentum ist mit Kabbalah tief verwoben. Das kannst du faktisch nachprüfen, wenn du mir das nicht glaubst. Christliche Religion und Esoterik sind also jeweils nur eine Seite derselben Münze. Die kabbalistischen Verdrehungen waren übrigens der Grund, weshalb du von der Bibel abgebracht wurdest. Und zwar von der Christenheit zuerst und dann von der Esoterik nachgedoppelt. Christenheit und Esoterik sprechen aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, dieselbe Sprache. Auch dein Denken ist seit den Kindertagen religiös-narzisstisch infiltriert, bis heute. Du kamst nicht klar mit den religiösen Vorwürfen und fandest Zuflucht in der Esoterik? Das ist eine trügerische Zuflucht. Hast du dich mal gefragt, warum du Flüche auflöst und auflöst und auflöst? Merkst du, dass du dich im Kreis drehst? Spürst du, dass irgendwas in deinem Weltbild nicht sein kann? Spürst du's, aber du verstehst nicht, was es ist? Spürst du, dass dich jemand an der Nase herumführt und du verstehst es einfach nicht? Spürst du, dass du im Kreis geführt wirst, dass du von Wahrsager zu Wahrsager rennst und jeder sagt dir jeden Tag das Gegenteil von dem, was du am Vortag von einem anderen Wahrsager gehört hast? Kann sein, dass ich jetzt übertreibe. Aber ich tue das bewusst, damit dir klar wird, wie sehr du belogen wirst. Wusstest du, dass wenn du Gott, Jehova, den Schöpfer von Himmel und Erde befragst, dass du nicht jeden Tag eine andere Antwort bekommst auf die gleiche Frage, sondern dass du immer die gleiche Antwort bekommst? Wäre die Esoterik wirklich deine Zuflucht, dann würdest du nicht im Kreis geführt. Und dann hättest du nicht mehr Fragen als Antworten. Du verstehst vieles nicht und meinst doch gleichzeitig viel zu verstehen. Aber du verstehst es eigentlich nicht, wenn du nochmals drüber nachdenkst. Du denkst die ganze Zeit im Kreis. Du grübelst. Das ist normal. Ja, das ist normal, wenn man esoterisch unterwegs ist.
Auch du bist einer großen Täuschung aufgesessen. Da du die Religiösen zu Recht ablehnst, kannst du nur eins tun. Flehe zu Jesus oder Jeshua Tag und Nacht um Erkenntnis an. Möge dir wahre Erkenntnis zuteil werden. So, alle geflasht? Ich kann euch versichern, mich hat das alles selber geflasht. Für heute habe ich, denke ich, genug geredet, deshalb endet dieses Video hier. Fortsetzung folgt und ich kann euch sagen, wir sind erst am Anfang. Da kommt noch einiges Spannendes auf euch zu, was euch die Augen sehr öffnen wird und was euch hoffentlich allen Heilung verschaffen wird.